Eins, wir kandidieren beide für den Bundestag. Dein Schwerpunkt ist all das, was Persönlichkeitsrechte und Internetschutz des Einzelnen bei seinen Bewegungen im Internet angeht. Mich würde interessieren, welche Schwerpunkte wir da haben und welche Schwerpunkte du setzt für die Piratenpartei. Ja, Netzpolitik, Internet und all das ist natürlich eigentlich ein Querschnittsthema. Viele Leute halten das eigentlich noch für ein Spartenthema, aber wir wissen alle, die Internetgeschichten durchziehen unser gesamtes Leben. Vom Banking bis zum Einkaufen, am Arbeitsplatz hat fast jeder Internet heutzutage. Und wie wir jetzt bei dem Arbeitnehmerdatenschutz gesehen haben, Videoüberwachung, sind alles Themen, die durch neue Techniken befördert werden. Das heißt, unser Anspruch ist eigentlich, dass wir die Privatsphäre und auch die Bürgerrechte des Einzelnen nicht von der Technik einfach angreifen lassen. Das ist so der Hauptaspekt. Und Bürgerrechte hat man natürlich ganz viele. Persönlichkeitsrechte, hast du schon gesagt, unbeobachtet zu sein, auch mal privat zu sein, nicht abgehört zu werden, ist ja jetzt top aktuell wieder. Sowohl nicht von Geheimdiensten als auch nicht von irgendwelchen Facebook-Leuten, die das zumindest nicht vereinbarungsgemäß machen. Und ein ganz wichtiges Thema, was wirklich topaktuell ist und was dringend in Deutschland geregelt werden muss, ist das Stichwort Netzneutralität. Das ist ein etwas sperriges Wort, hört sich komisch an, aber im Wesentlichen geht es darum, ob das Internet weiterhin ein Internet der Menschen sein soll, wo ich auch mit anderen Menschen gemeinsam was machen kann, oder ob es mehr so in Richtung ein Internet der Konzerne geben wird, wo bestimmte Leute Vorfahrtsspuren haben und uns einfach nur Dinge verkaufen wollen. Also eine noch weiterer gehende Kommerzialisierung mit Vorfahrtsrechten für Leute, die zahlen. Und Netzneutralität hat eine lange Geschichte in den USA. Jetzt gerade die niederländischen Nachbarn haben es gerade in Gesetzesform gegossen und wir sind sehr dafür, dass wir das jetzt in Deutschland auch einführen. Da würden wir uns im Bundestag also auf jeden Fall für einsetzen, dass wir kurzfristig auch eine umfassende Regelung, die den Internetzugang, der ja praktisch schon ein Menschenrecht ist an sich heutzutage, also nicht nur, weil man da seine Steuererklärung machen muss, sondern auch, man muss sich informieren, man wird abgekoppelt vom sozialen Leben, man kann Internet haben, dass wir das umsetzen. Denkst du, dass du hast die Netzneutralität angesprochen, dass der Vorstoß der Telekom uns ja eine breitere Basis zur Kommunikation mit dem Bürger gegeben hat? Ja, Netzneutralität ist was Abstraktes. Man muss sich quasi schon ein bisschen mit dem Internet auskennen und Strukturen. Das ist bei wenigen Leuten der Fall. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt ein anschauliches Beispiel haben. Was ist, wenn Netzneutralität verletzt ist durch diese Drosselkom-Affäre? Und klar, die Telekom als Ex-Monopolist hat natürlich eigene wirtschaftliche Interessen. Aber man muss eben noch sehen, das Internet ist nicht etwas, wo man einfach nur Sachen abholt, so konsumieren wie beim TV früher, Fernsehen. Sondern das Tolle ist ja eben, dass untereinander mitarbeiten, dass einzelne Leute was anbieten können, dass man miteinander vernetzt ist. Und dieser Aspekt, der wird immer unterschätzt und der wird natürlich von den großen Konzernen auch gar nicht besonders gefördert. Wir haben ja kein Interesse dran, solange wir da nichts dran verdienen. Aber das ist aus unserer Sicht der Wichtige für Bürgerrechte, für Beteiligung und für die Menschen in der Zukunft, dass die da auch einen Vorteil von haben, von diesen digitalen Dingen und nicht nur Nachteile und nicht nur Konsumenten sind. Es gibt den schönen Begriff des Prosumenten sozusagen. Man ist jetzt nicht nur noch passiver Empfänger, sondern man kann auch agieren, sich selbst verwirklichen, kreativ sein im Internet. Und all das wird zum Teil von alten Rechten wie Urheberrecht oder von mangelhaft angepassten Dingen bedroht. Und für all diese Dinge sehen wir uns als Piraten in gewisser Weise zuständig. Wir sind irgendwie die Generation Internet, wie man auch immer die jetzt eingrenzt vom Alter her. Und das muss alles angepackt werden. Und die alten Parteien tun das nicht. Wir wollen das tun. Aber jetzt habe ich ganz viel über Netzneutralität und Internet schon geredet. Dein Thema ist ja auf den ersten Blick etwas klassischer mit der Gesundheit. Ja, dockt aber gar nicht so weit ab vom Thema der Persönlichkeitsrechte an, dass wir auch im Netz verteidigen. Oder als abstraktes Beispiel, in Sachen Prison und ähnlichen Dingen wird ja immer damit argumentiert, dass wir die Bevölkerung vor Terror schützen müssen und vor den vielen Verletzten und Toten, die es so gibt. Ich glaube, europaweit können wir ein paar Dutzend Geschädigte pro Jahr zählen, haben dagegen sehr viele Zehntausende von Menschen allein in Deutschland, die aufgrund von mangelnder Hygiene sterben oder Komplikationen mit sich ziehen. Im Zentrum der Gesundheitspolitik der Piratenpartei steht der Patient. Das haben wir sehr viele Jahre bei den etablierten Parteien nicht so gesehen. Wir fordern und wünschen uns eine stärkere Beteiligung des Patienten in der Entscheidungsfindung für Operationen, in Transparenzangelegenheiten bezüglich seiner Dokumentation, der Möglichkeit, die Akten einzusehen. Das war bisher alles sehr beschränkt, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Aber vor allen Dingen auch bei den politischen Entscheidungen. Es gibt den gemeinsamen Bundesausschuss, in dem die wichtigsten Entscheidungen zum Thema Kostenvereinbarung zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern
betroffen werden. Und da haben Patienten nichts zu melden. Da sind Patienten nur mit beratender Patientenrechtler, nur mit beratender Stimme dabei und haben keine wirklichen Einflussmöglichkeiten, sich mit ihrer Stimme für die Gesellschaft gegen Kassen, Ärzte und Politik oder mit ihnen einzusetzen. Meistens wohl eher gegen. Wir haben einen Schwerpunkt mit in der Pflegepolitik, was ich sehr begrüße als Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler, indem wir eine bessere Qualifizierung der Pflege fordern, gleichzeitig aber auch eine Pflichtqualifizierung, weil das leider bisher nicht vorgesehen war, verpflichtende Pflegepersonalschlüssel für die Krankenhäuser, damit da die Kostenschraube nicht mehr so angesetzt werden kann. Wir haben eine steigende Privatisierung im Bereich der Krankenhäuser. In Nordrhein-Westfalen sind es, glaube ich, 20 oder 30%. In anderen Bundesländern haben wir eine Rate von fast 50% privater Krankenhäuser, die in allererster Linie bei den Pflegestellen schrauben. Und Pflege geht, also schlechtere und weniger Pflege geht immer zulasten des Patienten, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ich glaube, wir tun damit sowohl den beruflich Pflegenden als auch den Patienten und Pflegebedürftigen gefallen. Wir haben da unerwartet für die Bürger ein recht großes Gesundheitsprogramm, das sehr wichtige Schwerpunkte in vielen Bereichen bis hin zum Rettungsdienst setzt und auch im Bereich der Altenheime, selbst in der Psychiatrie mit den Forderungen von besseren Qualifikationen der psychiatrisch Pflegenden und Ärzte, mit einer Schwerpunktbildung von Ärztequalifikationen im Bereich auch der Altenbetreuung oder auch zur Füllung des Hausärztemangels auf ländlicher Ebene. Ich glaube, wir machen da im Sinne unserer Ansprüche der transparenten, bürgernahen und vor allen Dingen vom Bürger mitzugestaltenden Politik, auch in der Gesundheitspolitik, große Schritte. Ja, und wenn man so die Gesundheitspolitik der letzten Jahre der verschiedenen Regierungskoalitionen und der Volksparteien so betrachtet, dann ist es vielleicht auch mal ganz hilfreich, wenn man ein bisschen neuer Input kommt, vor allen Dingen von den Leuten, die es auch betrifft. Ja. Das ist ja generell unser Piratenthema, dass man mehr mit den Betroffenen und den Patienten in diesem Falle oder den Bürgern spricht. Und ich denke mal, dass es tatsächlich für den einen oder anderen wirklich überraschend ist, dass wir da auch so gut aufgestellt sind. Würde man vielleicht nicht auf den ersten Blick mit Piraten verbinden, aber ich hoffe, dass wir das alle jetzt zumindest auf den zweiten Blick tun. Also, Chapeau. Ja, ich bedanke mich für das kurze Gespräch.